Der erste FC Union spielt mal wieder in der ersten Bundesliga. Herzlich willkommen hier zur Eisernen Bundesliga und zum Spiel Borussia Mönchengladbach gegen den ersten FC Union Berlin live aus dem Borussia Park. Ich bin mal wieder Spieler und Kommentator Isaber Zucker. Ja, und zu der Partie, befreundete Fanlager, Union und Gladbach, leider nicht beide im Stadion oder vielleicht sogar gar keiner. Je nachdem, wie es jetzt in NRW aussieht und wie sie zulassen, könnte es sogar sein, dass das Stadion wieder leer ist, so wie im letzten Spiel im Borussia Park, Union gegen Gladbach in der Bundesliga. Ja, wäre schade. Ja. Sonst sehen wir uns die Aufstellung an, Sommer im Tor. Alles andere weiß ich nicht. Hat Legende so aufgestellt. Das wird wahrscheinlich nicht alles richtig sein. Ja. Jetzt spielen wir am echten Stadion im Borussia Park. Und apropos echtes Stadion, in FIFA 21 wird es ja die alte Försterei geben. Dementsprechend werde ich mir FIFA 21 holen und können wir die Partien dann immer da austragen. Lute bei mir im Tor, Schlotterbeck, Knoche und Friedrich in der Abwehr, im Mittelfeld dann Lenz, Andrich, Griesbeck und Trimmel. Ein bisschen weiter vorne ist jetzt Köter und Ingwarzen und ganz vorne im Sturm Max Kruse, um den ja ein Riesenhype war. Und ja, mal sehen, wie er sich jetzt so macht, wenn er von Anfang an spielt. Letztes Mal hat es ja gut geklappt, als er und Teucher draufkam. Da hat der Böter das 1:1 gemacht, aber leider ging das Spiel 3:1 verloren gegen Augsburg, weil meine Abwehr jetzt inkonsequent war. Und ja, man hofft, dass, also Urs hofft, denke ich mal auch, dass es diesmal besser läuft in der Defensivarbeit von der gesamten Mannschaft. Und dann kann das hier auch was werden. Ja, aber nochmal zu FIFA 21, ja, ich werde es mir direkt zum Release holen, eigentlich hatte ich vor, es mir später zu holen, weil ganz ehrlich, Ultimate Team nicht so abgefuckt hat. Und, also da habe ich 3 Partien nur gemacht, weil die Sets, das war eine Frechheit, was da drin ist. Und wenn dann im Goldset einfach nur 2 Spieler sind oder so, oder 3, und dann hast du eben 75er und sogar noch 2 Silberspieler oder so, das ist einfach eine Frechheit. Dementsprechend habe ich mir das gar nicht geholt direkt, aber da die alte Försterei drin ist, hole ich mir das. Alles für die Eiserne Bundesliga natürlich und weil es einfach auch geil ist. Da helfen wir erstmal kurz zum Spiel. Mehr Infos dazu, wenn es weniger stürmisch ist. Ey, das gibt's doch nicht! So ein Rextor. Ganz ehrlich, anders kann ich nicht sagen. Das ist, ey, so ein Mist. Da, ich hab den Ball, will den wegtreten und er spielt direkt den Gegner an. Ich habe auf Kreis gerückt, Mann. Und er passt den direkt auf den. Und Lute hält den nicht. Lute sieht doch ganz schlecht aus, ey. Ich hoffe, der hätte mich nehmen besser. Weil, ganz ehrlich, was ist denn das hier? Er ist direkt in der Ecke und hält den nicht. Im kurzen Eck. Jedes Mal, wenn ich gegen Legania angetreten bin mit sowas. Jedes Mal schießen die ins kurze Eck. Drin ist er. Aber wenn ich das mache, dann halten die. Als ob mein Tor einfach schlecht wäre. Hä? Ist ja nicht so, also gut, hat am Ball noch getroffen, ne? Ja, und der geht natürlich nicht gut aus Eck, der Kopfball. Mann, ey. Das ist echt scheiße, so ein Tor. So ein Patzer in der Abwehr. Und dann nur noch Patzer im Tor. Mann, ey! Der zieht mich ohne Ende, das gibt's gar nicht.
Ich meine, er zieht Bilder ohne Ende. Ey, was soll das? Den einfach abgeben sollen. Mann, ey, es läuft da auch nichts zusammen. Das habe ich eigentlich vorne die Chance gemacht. Ja, ich weiß, es ist immer riskant, gleichzeitig zu spielen zu kämpfen, aber letztes Mal war irgendwie eine Synchrone als Nachtrag eigentlich. Jetzt ist Probleme! Aber jetzt ist das Ding drin! 1:1 in der 22. Minute für Union Berlin und das Tor hat gemacht Robert Andrich, der ja erst letztens Geburtstag hatte mit Lenz am 22. September. Am 22. September. Ach, ja, Berliner und Brandenburger heute am Geburtstag und jetzt gibt er sich hier ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk und verwandelt das Ding perfekt. Volley zu einem 1:1. Sehr gut. Geht doch. Mann, ey. My boy. Puh. Die Legende hier garantiert nichts schenken, ey. Auch wenn es kein Spieler ist. Und Tuchel meinte, naja. Gladbach wird wahrscheinlich gewinnen, weil sie halt so stark sind und Champions League-Kandidat. Ganz ehrlich, dafür, dass sie in Champions League sind, haben sie in der Rückrunde gar nicht so stark gespielt. Ich weiß, die haben uns drauf geschlagen, aber jetzt nichts gegen die Gladbacher. Aber ihr wisst, dass Union da an dem Spieltag ziemlich kacke leider gespielt hat und deswegen der Tuchel ausgeben. Sonst hätten wir auch durchaus vielleicht sogar ein 2:2 haben können. Aber da hat halt Gladbach die Eiskalt ausgenutzt, dass er nur immer hinten so stecken. Aber ich muss sagen, gut, das war echt effizient. Das war echt gut von Gladbach, aber sonst. Wofür denn den Vorteil? Sehr gut. Himmel läuft. Jawohl! Ey, ich dachte erst, Trimme wird von dem Fuß gerade erwischt, deswegen kam die Flanke so spät. Aber Griesbeck feiert hier seinen Einstand und macht das erste Tor für Union Berlin. Griesbeck kam ja auch aus Heidenheim. Und ja, köpft den hier schön rein, ey. Boah, war das knapp. Da gibt es doch mal wieder was zu feiern. Für alle Gladbacher, effizient war Gladbach tatsächlich in dem Spiel gegen Union. Das muss man ja lernen. Aber Union hat doch echt schlecht gespielt, sonst wäre wahrscheinlich nicht so rausgegangen. Ah gut, eben hat Union gewonnen, eben hat Gladbach gewonnen. Faire Punkteteilung. Und davon haben sie auch mehr als bei zwei Unentschieden. Jeder ein Punkt. Hatten beide zwei Punkte gehabt und so hat jeder drei gehabt. So lief das ja auch mit Frankfurt. Ja. Aber hier will Union natürlich gewinnen. Als Saisonspiel, die letzte Spiel, wo es ja war. Ja, komm, Griesbeck. Nein! Da war ich glücklich mit der Grieche, dass er den Ball erwischt hat. Kein Abseits, sehr gut. Kruse. Kruse schießt und das ist ein Ding. Wie er den da oben ins Eck reinballert, das ist unglaublich. Bam, 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 bam. Und damit führt Union Berlin hier in der 43. Minute mit 3:1 gegen Borussia Mönchengladbach. Ey, haut der ein Ding raus. Krass. Aber gut, Kruse ist auch für seine Fähigkeiten vorne im Sturm bekannt und jetzt hat er mal ein Ding rausgehauen, aber was für eins. Ja,
einfach volle Kanne abgezogen haben, ganz ehrlich, mit den Werten von Kruse ist natürlich ein bisschen leichter. Ja, Mann, das erste Tor, jetzt darf ich wieder Poker spielen. Stellt euch mal vor, Max Kruse darf erst wieder Online-Poker spielen, wenn er ein Tor für einen macht. Oder immer nur, wenn er ein Tor macht, darf er an dem Spieltag am Abend erlaubt, muss ihn dann noch Poker zu spielen. Aber wer weiß, wenn er irgendwie wohl bald auf Twitch streamen will, via Poker online, kann er vielleicht nur ein paar Millionen für eine Million ranholen. Das nötige Kleingeld, was es noch braucht. Oh, jetzt auch aufpassen. Spiel ist noch lange nicht vorbei und Gladbach wird sich das nicht nehmen lassen, hier oben nochmal aufholen. Ah, jetzt nochmal der andere. Nee. Gut, und damit gehen wir mit einem echt schönen Halbzeitstand von 1-3 in die Halbzeitpause. Oh ja, da zeigen sie nochmal, wie er den reingezimmert hat. Ja, das war sehr gut. Ja, und wie ich ja vorhin schon erwähnte, FIFA 21 ist das neue Stadion. Es sind zwei neue Stadien drin, also Paderborn und vor allem, was wichtig ist, die alte Fürsterei. Original. Aber Union meinte ja, wir werden mal, wir müssen noch über die Stehplätze reden, denn da haben sie einen fetten Gang freigelassen, wo immer alles voll ist, wenn das Stadion komplett ausgefüllt ist mit den rund 22.000 Leuten. Und dementsprechend fehlen da noch einige Fans, wenn die dazu lassen. Aber was ich sagen muss, ist schön, so wie hier auch zum Beispiel gegen Rassismus und für Fair Play oben mit den Banden steht, ne, original, wie im Borussia Park, so ist auch oben bei der alten Försterei dann die, halt die Banden, die oben dran sind, ne? Banden? Oder, ja, halt, ihr wisst, was ich meine, oben Eisenplatten, die ganzen Eisenplatten da oben dran, wo dann steht unsere Liebe, unsere Mannschaft, unser Verein, unser Stolz, unser Verein. Das steht alles original so dran und sieht echt wunderschön aus. Das ist schön. Wunderschön. Dementsprechend ist dann alles original. Die Bande war ja schon original bei allen Bundesliga-Clubs, aber jetzt halt auch. Oh, doch das Stadion von Union! Hat Lute den noch abgewehrt oder hat er hier einfach daneben geschossen? Sorry, ich weiß nicht, wer das ist. Ja, doch, Lute hat sehr gut gehalten. Jetzt hält er hier. Gab schon andere Spieler, die ich mit FIFA gemacht habe. Zumindest auch das erste Tor hier, ne? Wo er in der kurzen Ecke nicht gehalten hat. Jetzt hat er das aber sehr gut gemacht. Jetzt funktioniert mal die Abwehr mit dem Wegschlagen. Keiner wird es wagen. Keiner wird es wagen. Unseren FC zu schlagen. Hoffe ich jedenfalls. Aber dafür muss ich mich noch anstrengen. Und das Team mal noch ein Tor. Ist Revanche für die 4-0. Ja, auch wenn ich jetzt hier schon einige so einen Punkt darüber abgelassen habe, aber das wird ab und zu wahrscheinlich nicht mehr gut. Obwohl ich sagen muss, der einzige, der richtig unfair reingegangen ist, wo ja Gladbach schon geführt hatte, war Neuhaus. Das muss ich sagen, ey, ganz ehrlich, da hätte ich persönlich als Marco Rose den am Ende noch zusammengeschissen, ist mir egal, ob es mein Spieler ist oder nicht, weil wenn ich mit 4 Toren führe oder mit 3, was es zu dem Zeitpunkt war, so bei Reyers von hinten reinzuspringen, dass sein Knie angebrochen war, also das war das allerletzte und dass er dafür nicht die Rote gegeben hat, da muss man schließlich auch sagen, ganz schlechte Leistung. Ich meine, wenn so wie Reyers von gerade startet und er ihn von hinten einfach nur brutal um die Beine springt, ist kein rücksichtsloser Foul mehr, wofür es Geld gibt. Das ist einfach brutale Foul, wenn ich einfach voll von hinten reinspringe mit gestreckten Beinen und dementsprechend rot. Ich meine, sein Knie war ja auch danach angebrochen. War ja jetzt nicht durch Zufall, wenn jemand voll im Lauf ist und ich einfach nur hinten reinspringe. Also da muss ich echt sagen, das war mies und dafür gibt es die Rache. Von Andreas, nein. Ich meine nicht. Aber zum Glück hat Reyerson sich ja erholt und dementsprechend ist wieder alles gut. Und jetzt wird die Ecke wieder durch die Tür. Mama. Gott.
das wird. Nein, Sommer ist dran. Sommer ja auch echt ein Spitzentorhüter. Also, da kann man nichts sagen. Vielleicht nur jetzt mal eins machen, denn wer Schluss, dann wird es geschafft, hier das Spiel zu gewinnen. Nach dem katastrophalen ersten Tor von Gladbach, das reingeschossen wurde. Aber noch ist nicht vorbei. Und zwei Tore Vorsprung sind viel. Vor allem nicht gegen Legende. Mit diesem Pfostenschuss haben sie schon wieder bewiesen, dass sie von Weitem abziehen können. Die Gladbacher gefährlich bleiben. Ja. Aber die sind offensiver dadurch, dass ich wieder merke ich gerade. Nein, aktiviert doch. Ich hab den Ball noch abgespielt. Ich würde ja gerne defensiver spielen, aber ich weiß, dass die Gegner gerne schwer zu verteidigen ist. Ah, Kruse gibt den Ball ab! Oh, shit! Das war echt fair, aber irgendwie ist der andere, ich weiß gar nicht, weil ich glaube, Ingwarzen ist nicht mehr schnell genug mitgekommen. Der war eigentlich erst recht schnell und hat aber so an Tempo abgebaut in dem Sprint, dass der einfach nicht mehr mitkam. Das war richtig blöd. War eigentlich nur blöd von Ingwarzen beim Mitlaufen, dass er da langsamer wurde. Da müssen wir doch voll durchziehen. Lenz, komm schon, das schaffst du. Flanke kommt! Kommt gut, aber auch gut abgewehrt. Los, Körnheiten kommt vor. Und den hat Lute. Den hat Lute. Oh, ey, geht der mir in die Beine. Ja, Günther, da brauchst du dich nicht beschweren, wenn es hier die Gelbe gibt. Ich wollte eigentlich sagen, wenn es hier Foul gibt. Wenn hier Freistoß gepfiffen wird. Also gut, er ist mir halt reingelaufen. Ja, Gelb muss man jetzt nicht unbedingt dafür geben, glaube ich, aber macht der Schiri hier. Und, ja, kann man machen, muss man nicht. War jetzt eigentlich kein Foul, bezüglich oder unsportlich oder irgendwas. Mal sehen, ob das hier was wird. Ja, gut. Gut, Knoche springt da gar nicht hoch. Obwohl ich schießen drücke. Aua! So, gucken wir. Ja, und damit bleibt es bei dem 3:1. Union Berlin gewinnt hier im Borussia Park. Und was man wahrscheinlich nicht mehr hören wird, wenn ich wieder alle drei gemacht habe mit dem Union-Fan-Gesang. Mit den Buhrufen der Russen im Publikum. Aber ist ja auch ja. 3:1 gewonnen. Ich wollte sagen, soll erfüllt. Ist mehr als erfüllt. Mit dem 3:1 wäre echt richtig gut. Und ja, wünsche mir auch für die Leute, dass sie Tore machen. Dementsprechend, Leute, macht's gut. Freut euch aufs Spiel und wir sehen uns nächste Woche wieder in der Bundesliga.